Hi, meine Lieben. Ja, wir nähern uns so langsam zum Ende der Fun Fiction. Sind nur noch drei Kapitel. Und ja. Hermine, wie geht's dir? Fragte Professor McGonagall und legte Hermine die Hand auf die Schulter. Hermine sah sie aus roten, unterlaufenden Augen an. Professor, ich weiß nicht mehr, was ich denken oder fühlen soll. Ich bin so verwirrt. Es tut mir schrecklich leid, Hermine. Am besten wird es sein, wenn Sie den Schulleiter aufsuchen. McGonagall ahnte nicht einmal im Entferntesten, wie sehr Hermine diese Worte trafen. Sie konnte Cerberus nicht unter die Augen treten, nicht nachdem sie ihn verleugnet hatte, was zwischen ihnen geschehen war. Madame Pomfrey sträubte sich dagegen, Hermine eine Weile allein zu lassen. Sie erkannte, dass es der Jungfrau nicht gut ging und sie einfach nur Gesellschaft und Unterstützung brauchte. Doch als Hermine ihr versicherte, dass sie nur einen Moment für sich brauchte, nickte Poppy ihr schweigend zu und verschwand. Hermine begann den Zeitumkehrer, den sie in der Schublade vor Tagen gefunden hatte, in den Fingern zu drehen. Sie spielte schon seit Tagen mit den Gedanken, wieder zu dem Tag zurückzukehren, an dem sie zu Cerberus gegangen war, um das rückgängig zu machen, was geschehen war. Um alles wieder gut zu machen, wie es vorher war. Doch etwas hielt sie davon zurück. Kurz entschlossen schwang Hermine die Beine aus dem Bett. Draußen wurde es langsam dunkel und es nieselte leicht. Hermine ließ den Umhang zurück und verschwand durch die doppelte Flügeltür. Hermine machte sich auf den Weg zum See. Sie hatte einen Zauber um sich gelegt, damit niemand sie sehen konnte. Sie setzte sich auf einen Findeling und zog ein Knie an. Der leicht nieselnde Wind fuhr ihr durchs Haar und hinterließ einen feinen Film auf ihrer Haut. Ihre Gedanken begannen abzuschweifen. Hermine? Wisperte der Junge, der überlebt hatte, und schlenderte scheinbar gemütlich am See entlang. Hermine hob den Kopf und erkannte Harry, der sich schon in ihrer unmittelbaren Nähe befand. Harry? Fragte sie. Sein Kopf drehte sich in ihre Richtung, doch er konnte sie nicht sehen. Vorsichtig machte er einen Schritt weiter auf sie zu. Hier bin ich, wisperte Hermine zurück und hob den Zauber kurz auf, um ihn dann über Harry und sich selber wieder zu legen. Hier bist du also, stellte er überflüssigerweise fest. Hermine nickte und legte den Kinn wieder auf eins ihrer Knie. Harry setzte sich neben sie und starrte eine Weile stumm mit ihr auf den See. Willst du darüber reden? Fragte er sie. Hermine sah ihn von der Seite her an. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten, meinte sie langsam und wandte den Blick wieder ab. Über das, was zwischen dir und Snape vorgefallen ist, meinte Harry und betrachtete sie aus tiefen grünen Augen. Er konnte sehen, dass sie sich straffte und ihr Gesicht einen quälenden Ausdruck angenommen hatte. Ich verstehe das alles nicht mehr, gestand sie ihm schließlich. Dabei klang ihre Stimme so erschöpft, dass Harry sie besorgt musterte. Ich habe gemerkt, dass da was zwischen euch ist. Aber wenn du mir nicht erklärst, was vorgefallen ist, dann kann ich dir auch nicht helfen. Auch wenn es stimmte und noch so plausibel klang, wusste Hermine, dass er ihr auch so nicht würde helfen können. Trotzdem nahmen sie all ihren Mut zusammen und begannen ihm alles zu erzählen. Sie erzählte ihm von Dumbledore, der ihr eine Bitte abgenommen hatte, und von Snape, der sie vor den Todessern gerettet hatte. Sie berichtete auch von ihrer Annäherung und dass viele ihrer am schwersten von der Nacht, die sie zusammen verbracht hatten. Und während all ihre Worte spürte sie die tiefe Trauer aufquellen, die in den letzten Tagen von ihr Besitz ergriffen hatte. Harry hatte sich alles wortlos mit angehört. Ab und an hat sich aber der Ausdruck in seinem Gesicht verändert. Von besorgt zu traurig, dann ernst und letztendlich zum nachdenklich. Du liebst ihn? Fragte er Hermine. Die junge Frau seufzte tief. Ja, das
Tue ich wirklich. Es klang eher nachdenklich, aber aufrichtig. Es ist komisch, Hermine. Ich meine, wir reden hier von Snape. Ist es. Aber denk doch mal nach, Harry, wie sehr wir uns schon einmal in ihn geirrt haben. Und Dumbledore hat ihm vertraut, bis zuletzt. Sonst hätte er ihm nicht den Posten des Schulleiters überlassen. Harry nickte. Ich weiß, es ist nur so. Ich kann es nicht so recht beschreiben. Ich will dich nicht leiden sehen, Hermine. Aber ich weiß nicht, ob er dir gut tut. Er ist launisch, unfreundlich und düster. Mir wird schon was einfallen, murmelte Hermine nachdenklich. Harry stand auf und trat vor sie. Er ging in die Knie und sah ihr in die Augen. Harry, lässt du mich einen Moment allein? Sicher, aber wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Danke, Harry. Professor! Schrie eine aufgebrachte Stimme und hämmerte gegen die Tür zu seinem Kerkerzimmer. Kurz darauf stürzte eine aufgelöste Poppy in sein Klassenzimmer und ein ganzes Zimmer voller Drittklässler sah zu ihr auf. Widmen Sie sich wieder Ihrer Arbeit, sonst gibt's Punktabzug, stellte bellte Snape und sah Poppy auffordernd an. Was gibt es? Entschuldigung, Severus, das hier ist so, dass ich hier reingeplatzt bin. Es geht um Miss Granger. Severus verspannte sich und seine Mundwinkel zuckten abfällig. Ich war nur kurz weg und nun ist sie verschwunden, stieß Poppy hervor. Severus senkte den Kopf. Poppy, hol Minerva, sie soll meine Klasse übernehmen. Damit war er mit wehendem Umhang verschwunden. Severus' Gedanken überschlugen sich, als er mit bitterer Miene die Gänge entlang schritt. Auf halbem Weg begegnete ihm Minerva. Ihrem besorgten Gesicht entnahm er, dass sie ihn am liebsten begleitet hätte. Ich finde sie schon, sagte er einfach nur, als er an ihr vorbei aus dem Schloss rauschte. Dort blieb er stehen. Es würde schon sehr bald so dunkel sein, dass man nicht einmal mehr die Hand vor den Augen sehen konnte. Er musste sich beeilen. Hermine, murmelte er und sah sich um. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Hagrid war, war nicht größer oder kleiner als die, dass sie irgendwo war. Doch er würde seine Suche dort beginnen. Mit einem Mal wurde ihm klar, dass diese verfluchte junge Frau ihm doch immer noch mehr bedeutete, als er sich eingestehen wollte. Mit weit ausgreifenden Schritten brachte Severus den Weg zu Hagrids Hütte hinter sich. Auch sie war wieder aufgebaut worden. Alles war eigentlich wieder aufgebaut worden. Hagrid, donnerte Severus und schlug mit der Faust gegen die Tür. Hallo, Professor, brummte Hagrid von der Seite. Severus sah ihn zwischen Riesenkürbissen und Kohlköpfen kauern. Hast du Miss Granger gesehen? Fragte Severus, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten. Hagrid sah ihn verwirrt an. Nein, Professor. Severus wandte sich zum verbotenen Wald und winkte Hagrid mit der Hand. Der blieb stehen, hatte sich gerade erhoben, um zu helfen. Seien Sie vorsichtig, Professor, warnte Hagrid noch, dann war Snape schon in der Dunkelheit verschwunden. Wenn ich dieses Miststück in die Finger bekomme, knurrte Snape drohend, während er die Grenzen zum verbotenen Wald hinter sich ließ. Was wirst du dann tun? Mischte sich sein Gewissen ein. Ein leises Lachen erklang in seinem Kopf. Ich weiß ganz genau, was du machen wirst, wenn du sie findest, erklärte seine innere Stimme überzeugend. und das wäre. Du wirst sie in die Arme schließen und sie nie wieder loslassen. Das ist es doch, was du willst. Und da du dir das nicht reichen wird, wirst du sie wieder mit in dein Bett nehmen, sie dort an ihre Versprechen erinnern und dein Zeichen erneuern. Snape schnaubte verächtlich, auch wenn er daran einen kleinen Gedanken verschwendet hatte. Es ihr so leicht machen würde er es nicht. Wie konnte sie es wagen, mich abzuweisen? Knurrte er und dieses Mal schwieg die Stimme in seinem Kopf. Er hatte sich geöffnet und als Dank für diese Offenheit, die ihm schwerer gefallen war als alles, was er bisher im Leben meistern musste, hatte sie ihn zurückgewiesen.
Hermine war schon eine ganze Weile unterwegs, nachdem Harry sie alleine gelassen und sie ihm noch das Versprechen abgenommen hat, zu keinem ein Wörtchen zu sagen. War sie in den verbotenen Wald gegangen. Hier hatten sie so viele Abenteuer erlebt, gute, weniger gute. Hermine seufzte tief und löste den Zauber, der sie vor allen Augen verborgen hielt. Wir haben uns lange nicht gesehen, Miss Hermine, erklang Firenzes Stimme hinter ihr. Sie lächelte leicht. Sie sollten nicht hier sein, Miss Hermine. Es ist hier immer noch nicht sicher. Auch wenn der dunkle Lord nicht mehr im Leben ist. Hermine schniefte. Ja, ich weiß. Ich werde auch nicht lange hier sein. Versprochen, Firenze. Firenze legte den Kopf leicht schief. Seine Hufscharten ihm dingen Boden. Sie sehen bedrückt aus, Miss Hermine. Hermine schniefte und wischte sich mit einem Taschentuch die Augen. Nur ein bisschen, log sie. Firenze umrundete sie und senkte den Kopf. Ich muss Sie nun bitten zu gehen, Miss Hermine, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Hermine nickte, ein Zeichen, dass er verstanden hatte. Firenze verschwand und nickte ihr noch einmal zu. Sie hatte sich erhofft, dass er ihr zuhören könnte. Das wünschte sie sich am meisten. Doch sie verstand auch, dass er um ihre Sicherheit besorgt war. Sie schämte sich einen Moment, ihre Probleme bei anderen abladen zu wollen. Aber das war nur normal. Bedrückt trat Hermine den Rückweg an. Ein durch Mark und Bein gehendes Heulen durchdrang die Finsternis und Hermine lief es eiskalt den Rücken hinunter. Sie beschleunigte ihre Schritte und verlor schon bald die Orientierung. Immer wieder sah sie gehetzt zurück. Das Knacken von Ästen und Brechen von Zweigen kam immer näher. Hermine rutschte das Herz in die Hose. Sie hatte selbst in diese Lage gebracht. Und es wusste noch nicht mal jemand, wo sie war. Was habe ich nur getan? Wimmerte sie und zwängt sich zwischen zwei dichte, beieinander stehenden Bäume hindurch. Ihre Füße verfingen sich in den Wurzeln und sie schlug der Länge nach auf den Boden auf. Was habe ich nur falsch gemacht? Keuchte sie in den Dreck und heiße Tränen rannten ihr über die Wange. Sie maß der Frage keine besondere Bedeutung zu, wusste aber auch nicht, ob sie damit die eingefahrene Situation mit Severus oder ihr Verlauf im verbotenen Wald meinte. Sie stemmte sich hoch und klopfte sich die Kleider ab. Als sie den Blick hob, erstarrte sie. Ihre Hände begannen zu zittern und ihre Lippen bewegten sich in einem stummen Schrei. Vor ihr, keine 2 Meter von ihr entfernt, stand ein strubbeliger, ihr bis zur Hüfte reichender Wolf. Er fixierte sie aus blutunterlaufenden Augen und bleckte die Zähne. Hermine wich einen Schritt zurück und hatte einen Baum im Rücken. Doch er hatte sie schon gesehen. Sein Kopf bewegte sich hin und her. Speichel tropfte aus seinem geöffneten Maul. Seine Reißzähne waren furchtanflößend. Hermine nestete mit warmigen Fingern an ihre Gürtel. Doch der Zauberstab, den sie dort immer befestigt war, war nicht dort. Sie war sich aber sicher, dass sie ihn mitgenommen hatte. Sie musste ihn verloren haben, als sie gestürzt war. Hermine sah suchend zwischen den Bäumen und entdeckte ihren Zauberstab, nur 1 Meter schräg hinter sich. Mit einem gehetzten Blick auf den Wolf ging sie in die Knie und lehnte sich nach hinten, den Arm weit ausgestreckt, um den Zauberstab zu erreichen. Sie spreizte die Finger und tastete auf den Boden. Ein Knurren lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Tier vor sich. Es ging bedrohlich auf sie zu, senkte den Körper und setzte zum Sprung an. Hermine keuchte erschrocken auf, riss den Kopf herum und ließ sich nach hinten fallen. Doch sie erreichte immer noch nicht ihren Zauberstab. Das Geräusch knackender Zweige warnte sie. Doch als sie den Blick hob, konnte sie nur noch einen spitzen Schrei ausstoßen. Der Wolf war gesprungen, das Maul weit geöffnet, die spitzen Zähne zum Töten bereit. Hermine riss den Arm hoch. Ein schmerzerfülltes Keuchen erklang vor ihr. Hermine ließ den Arm sinken und öffnete zögernd die Augen. Eine schlanke, in schwarz gehüllte Gestalt stand vor ihr. Mit leicht gespreizten Beinen, um festen Stand zu haben. In der Hand den Zauberstab.
am linken Arm den Wolf, der seine Zähne tief in sein Fleisch gerammt hatte. Hermines Herz zog sich zusammen. Keuchend atmete sie aus. Sie glaubte, die Augen nicht zu trauen. Servus! Yep, das war Kapitel 18. Im verbotenen Wald. Ha, ich habe den Titel vergessen. Egal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich am Samstag wieder. Tschüss.